direkt vor mir sind. Sie mit dem Messer abstechen können. Das ist meine willkommene Abwechslung. Ich darf auch hart fliegen, ne? Okay, komme ich hier irgendwo lang? Zum guten Haus. Neue Munition. Ach du Scheiße. Wie viel ist er denn hier? Gut, Haus aber ganz woanders. Und sie als Halskette. Ruhe und Frieden. Explosivgeschoss. Ist noch ein Klo nachgucken. Das Haus hast du hier noch runtergebrannt. Kommen wir denn jetzt ans rote, ans Haus mit dem roten Schornstein? Jetzt mal von der anderen Seite versucht oder so, aber Munition. Ja. Hier hat ein bisschen gelootet. Das Haus mit dem roten Schornstein müsste doch irgendwo hier sein. Irgendwie muss ich da doch von draußen, von außen rankommen. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, fantastisch. Survivor. Was gegen das Schwein? Ja.
keine Munition an dem Schwein ausgeben. Erlesenswert. Und wehe, jemand schreibt mir irgendwie in die Kommentare. Das ist ja brutal mit dem Schwein, das ist ja ziemlich brutal. Hier in dem Spiel. In dem Spiel brutal, das war jetzt das Brutalste bisher. Im Spiel, mit dem Schwein. Habt ihr natürlich recht. So. Ja, es ist wenig, was schlimmer war. So schockierend, das Schwein. Sehe. Verdammt aus mit dem verdammten roten Schornstein. Sind da einmal drum rumgelaufen. Dasselbe Viertel. Mal was beiseite schieben. Soll das dann so einfach sein? Oh, Kacke. Das Schwein hat mich schon verwundert. Immer Heilung bitte. Ich schleppe hier das Fleisch mit mir rum. Jetzt kann man sich bewegen. Aha. Wieder nur zu dem Scheiß aus mit dem Scheiß roten Schultern. Do not enter. Stand an der Tür. Ja, ich habe auch schon gefährlichere Gegner gesehen. Das macht mir gerade eher weniger Sorge. In Zahlen komme ich los. Da war dafür jetzt sicher Zeit. Offensichtlich nicht. Ja. Ein Bild. Ein bisschen Schrott. Das ist doch das Haus mit dem roten Schornstein, oder nicht? Seite verschlossen, natürlich, was sonst. Ich
Können wir hier irgendwo lang? Wir müssen bestimmt das hier wegziehen. Können wir irgendwas finden, um das wegzuziehen? Ein Seil oder so? Und wir müssen was doch wegziehen können. Einmal den Truck rausziehen. Flakon. Macht Sinn. Die Schlüsse werden hier nicht helfen. Das wüsste ich gern. Ich denke, ich vermute mal glatt, dass man den dass wir den Wagen wegschieben müssen, den Tracker, und die rausholen müssen. Aber wie? Bestimmt ein Familienfoto. Ja, ich glaube, da kommt man nicht mehr wirklich weiter. Im Moment. Ach, verschwende ich keine Munition. Haben wir hier noch was übersehen? Bei dem anderen Truck irgendwas, was wir mitnehmen können. Hier mein Tresor. Keine Ahnung, was hier das. Können wir da irgendwie drauf kommen? Gibt es irgendwelche Hinweise? Okay, hier ist eine 04. Hier ist eine 08. Das ist nur 07. 04, 08, 07. Scheinbar nicht. Ach du Scheiße! Mach doch nicht sowas. Mein Herz. Große Fresse. 07, 04, 08 vielleicht, um mal hier das Fenster zu gucken. Das wollte ich machen. Alter! Alter, Spiel! Ich habe bloß das Fenster beim Regen zu lösen. Und da kommt das Konto, kommt dann hier einfach ein. Und die 8. Ah, nice. Was haben wir jetzt hier? Eine Knarre. Ah, und einen Haken, den können wir brauchen. Da ist der Haken. Wagenhebel. Was kann die neue Waffe so?
Für automatische Pistole. Dann will ich doch mal ausrüsten. Gegen die hier tauschen, das tut mir ja fast schon weh. Ich muss mich mal entscheiden für ein paar Waffen. Ein paar Leute und ein paar Sachen ablegen. Sonst muss ich bald was wegschmeißen. Und irgendwo eine Kiste finden. Sollten wir mal sortieren. Dann aber die andere. Deutlich besser gefallen. Aber die scheint besser zu sein. Ich denke, die können wir gleich mal testen. Aha. Ich weiß nicht, ob wir es beim anderen auch schon konnten, aber ich kann die mehrere Schüsse auf einmal. Kein Like für Likens. Aber Like für dieses Video. Auf jeden Fall. Und wenn es euch gefallen hat. Bis hierher. Die können wir doch jetzt bestimmt. Das haben wir jetzt drunter durch, oder was? Bist du wahnsinnig, Ethan? Ja, bist du. Schnell weiter. Was ist das verdammte Haus mit dem roten Schornstein? Hier. Hier nicht schon mal. Ach du Scheiße! Brutales Schwein. Okay, ich denke nicht, dass wir hierher sollen. Schießt mich nicht nochmal. Inventar ist voll, na toll. Sollten wir mal schnell zum. Zum Kaufmann zurück. Das verkaufen. Vielleicht. Die gefällt mir. Die Waffe. Ich hab keine Munition mehr. Das ist ja sehr effektiv. Wir haben mal zielt. Oh.
Funktion, ja. Skandalös. Da wird ja noch nicht so viel Munition verbrauchen oder was? Wie geht er da unten? Ein Wetterkristallschädel. Sind wir jetzt bald mal an dem Haus, wo wir hin sollen? Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Brunnenkurbel, na, das ist hilfreich. Ein Brunnen in der Nähe vielleicht. Aha. Haben wir nicht aufgeschlossen? Von der anderen Seite verschlossen, willst du mich verarschen, Spiel? Ein großes Kristall. Können wir den roten Schornstein? Aha, hier können wir hinein. Sollte man ein bisschen Munition herstellen. So, jetzt sind wir hier im Haus. Was gibt's hier Wichtiges? Aha, einen weiteren Flügelschlüssel. Aha, geflügelter Schlüssel. Ich sollte zurück zum Duke. Ja, dringend. Habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. 3. Februar habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeuge für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu. 8. Februar. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. 5. Die ehrenwerten vier Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind.
Es fehlt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie. Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Und Mutter Miranda lächelte nur und sagte, es ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der vier einen Teil des Kristalls in eine Art Fläschchen und verschwand. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Ah. So, zum Duke, also. Wo war der? Der war irgendwo hier. Genau hier. Na, und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt vier insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Kannte. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Großartig. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Ja, schön. Waffe in der Wassermühle. Jetzt haben wir hier markiert bekommen, wo wer ist. Okay, jetzt erst müssen wir dann wahrscheinlich zu der Puppe. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Ein Glück, dass du kommst. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Ich habe ein paar Sachen zu kaufen. Token, Flügel. Klimpergeld. Oh, nein, wo ist ein Koffer? Und vielleicht können wir hier in der Werkstatt noch ein bisschen. Gebe ich jetzt. Oh nee, wir brauchen einen größeren Koffer. Mir fehlt nur das Koffer dieses als erstes. Eine. Oh, ich rede bloß mit mir selbst. Herzlichen Glückwunsch. Damit entgeht dir wirklich gar nichts mehr. Auf Wiedersehen. Großer Koffer. Sehr schön. So, jetzt geht's. Wo lang?
Ich sehe, können wir entweder runter zu ihm hier oder zu Slapper hoch. Ich sag mal so, bis zu dem, ich habe damals ein Let's Play von Resident Evil 8 geguckt, bis zu der Puppe, also bis nach der Puppe, kenne ich das. Danach ist es für mich komplett blind. Selbst bis hier war es da. Ich denke, ich würde jetzt erst zur Puppe gehen. Aus der Puppe greifen. Ich glaube, da müssen wir hier dann, ja. Große Güter. Da tun wir uns ja was an. Da muss natürlich. Ich will erstmal zwischenspeichern hier. Einmal speichern. Und mit Moos hinten. 1 und 4. 21, 28 hier. Das haut hin. So, dann würde ich mal gerade sagen, hier gehen wir beim nächsten Mal weiter am Freitag.